als die Frage sich stellte, was machen wir, welche Energietechnik setzen wir ein, wurden wir halt hinsichtlich der Solar- und Photovoltaikanlagen, hat sich die Frage von alleine beantwortet, weil für uns einfach das Problem war, dass wir halt im Nachbarsgarten einen relativ hohen Baum vorfinden, den man hier sieht. Weil die Buche in Nachbarsgarten zu viel Schatten auf das Dach von Familie Horstmann wirft, war die Installation einer Photovoltaikanlage schnell vom Tisch. Die Alternative: seit 3 Wochen steht ein sogenanntes Brennstoffzellenheizsystem, kurz KWK-Anlage, im Keller der Familie. Im Gegensatz zu einer konventionellen Heizung, die nur Wärme und Warmwasser produziert, erzeugt die KWK-Anlage zusätzlich Strom. So ein Gasbrennstoffzellenheizgerät besteht aus 2 Geräten sozusagen. Wir haben 2 Teile, einmal die Gasbrennstoffzelle und auf der anderen Seite moderne Gasbrennwerttechnik. Die besteht aus einer Gasbrennwertanlage hier oben drin, dem Brenner, wo die Wärme erzeugt wird. Hinter dieser Elektronik verbirgt sich die Warmwasserbereitung fürs Dusche und so weiter. Und hier unten haben wir einen Pufferspeicher, der uns die Wärme speichert, die das Brennstoffzellenmodul auf dieser Seite erzeugt. Das Brennstoffzellenmodul ist ein abgeschlossenes Gerät, das sozusagen Wärme erzeugt während der Stromproduktion, die dann im Haus verbraucht werden kann oder eingespeist wird. Aufgrund der hohen Effizienz dieser Technologie unterstützt der Gesetzgeber jeden, der KWK nutzt. Derzeit beträgt die Förderung 3.500 Euro. Ab Herbst 2016 soll deutlich mehr ausbezahlt werden. Die vorherige Heizanlage von Familie Horstmann war Baujahr 1986. Das Haus selbst ist von 1933. Die innovative Technik ist also nicht nur auf Neubauten beschränkt. Prinzipiell ist das Heizsystem für jedes ein, zwei kleines Mehrfamilienhaus geeignet. Wie man hier sieht, auch im Altbau, Baujahr 1933, also das ist auch machbar. Und Voraussetzungen haben wir eigentlich, wir brauchen einen Erdgasanschluss und wir brauchen Internetzugang. Und ansonsten kann das eigentlich überall eingebaut werden. Die Kosten eines Brennstoffzellenheizsystems inklusive Einbau betragen rund 30.000 Euro. Wer das investiert, kann genau überprüfen, wie viel Strom und Wärme er produziert und wie viel CO2 eingespart wird. Durchschnittlich kann jeder Haushalt den Kohlendioxidausstoß um etwa 50% verringern und die laufenden Energiekosten um rund 40% senken. In Japan werden die Brennstoffzellenheizungen übrigens schon 10.000-fach eingesetzt. In Deutschland steht die Markteinführung noch am Anfang.